Köln. Zum bereits vierten Mal hat sich die Langzeitarbeitslose Carola, 38, mit einem Partner verlobt. Diesmal soll Lothar, 63, der Glückliche sein. Während die Arbeitsverweigerin das Kleid seiner Ex-Frau anprobiert, entfacht aber ein Streit über Vertrauen. Ist auch diese Beziehung bald vorbei? Carola lebt in der Wohnung ihres 25 Jahre älteren Partners im sozialen Brennpunkt Kölnberg. Dass sie umgezogen ist, hätte sie eigentlich dem Jobcenter melden müssen, um Hartz IV bewilligt zu bekommen. Lothar hielt seine Freundin aber finanziell eine ganze Zeit lang aus. Nun aber hat sie endlich einen Termin ausgemacht, bekommt rückwirkend für 3 Monate 997 Euro ausbezahlt. 600 davon gibt sie innerhalb von 5 Tagen aus. Ich hab mir ein neues Handy und neuen BH gekauft, Lebensmittel und Kirmes, erzählt die Frau mit Sonderschulabschluss und ohne Ausbildung. Allein für Fahrattraktionen und Speisen gingen auf der Kirmes 200 Euro drauf. Für Carola sei Hartz IV das gleiche, wie wenn man arbeiten geht. Und noch besser, wenn ich die Macht hätte, würde ich mir 800 Euro wünschen. Lothar grätscht dazwischen, ist zu wenig 1200. Carola gibt ihrem Partner recht. Mit 1200, da könntest du dir das und das wünschen, könnte mir Weihnachtsgeschenke kaufen. Vor allem könnte sie aber auch ihre Schulden schneller bezahlen. Gegen sie läuft ein Vollstreckungsverfahren wegen Schwarzfahrens. 600 Euro beträgt die Strafe. Sie bat bereits um eine Ratenzahlung, wartet auf eine Rückmeldung. Statt Teile der Schulden zu tilgen, gönnt sie sich aber lieber selbst etwas. Armes Deutschland, RTL ZWII, Willi war nur arbeiten und ich wusste dann nicht, was ich machen soll. Von Lothar bekam sie zur Verlobung einen Ring geschenkt. Allerdings zieren 3 Ringe ihren linken Ringfinger. Die 2 kleinen habe ich von meinem Ex gekriegt und den großen von Lothar. Carola behauptet, dass der große abfallen würde, wenn sie einen der kleinen abnimmt. Ich habe gesagt, dass das die letzte Beziehung ist. Werde ich nochmal verletzt, ist es vorbei. Das sagt die Frau, die ihren Ex-Partner Willi mit Nachbar Stefan betrogen hat, mit diesem zusammenkam, sich aber auch von ihm trennte. Und wie lief der Antrag ab, Carola? Ich habe ihm einen Brief geschrieben mit: Hallo Schatz, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Bitte antworte ja oder nein. Was hat mein Schatz angekreuzt? Natürlich ja. Der 63-Jährige kann Willi und Stefan nicht verstehen. Warum kamen die anderen mit dir nicht zurecht? Ich komme mit dir ja auch zurecht, auch wenn wir ab und zu mal Probleme haben. Carola kennt die Antwort: Willi war nur arbeiten und ich wusste dann nicht, was ich machen soll. Sie startete eine Affäre mit Stefan, der nur ein paar Türen weiter wohnte. Anfangs quatschen und kuscheln, dann auch bisschen Geschlechtsverkehr. Eigentlich sollen bei den Kölnern nun bald die Hochzeitsglocken läuten, aber ein großer Streit könnte die Beziehung schneller beenden, als sie gucken können. Die ganze Folge zeigt RTL ZWII am Dienstag, 16. April, ab 20.15 Uhr. Bei RTL Plus gibt's sie schon vorab.